Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, nach der Bravo und dem Mega Bravo Fail dachte ich, holst du dir mal eine Zeitschrift, die wirklich sinnvoll ist, die wirklich einen Wert hat. Und ich bin durch Zufall auf die Zeitschrift Barbara gestoßen. Ich kannte die vorher nicht. Das ist die Zeitschrift von Barbara Schöneberger und es ist kein normales Frauenmagazin und es hat mich schon mal sehr angesprochen und auch das hier ohne Beckenbodengymnastik. Also es versprach halt echt mal was anderes zu sein und das hat mich angesprochen und deswegen habe ich sie mal durchgeblättert, habe mir einiges durchgelesen und möchte euch heute sagen, was ich von der Barbara halte. Am Anfang gab es erstmal so ein Editorial von Barbara Schöneberger und das fand ich sehr persönlich. Ich fand es ansprechend, ich fand es witzig, das hat mir doch recht gut gefallen. Und dann kommen wir mal dazu, welche Themen denn in der Barbara auch so angesprochen werden, was hier so geschrieben wird. Und man beginnt mit dem großen Thema Leben. Und da geht es um Menschen, die mit Wasser zu tun haben, also Rettungsschwimmer, Lebensretter in Badeschlappen werden sie hier genannt. Und das waren echte Geschichten, das waren echte Menschen, das waren keine reichen, luxuriösen, nein, das waren Menschen wie sie. Und das fand ich schon, das fand ich wirklich ansprechend, das war halt was für die Allgemeinheit. Also da geht es nicht um irgendwelche Superstars oder so, sondern da geht es um Menschen wie ihn hier. Und das fand ich, das hat mir zum Beispiel richtig, richtig gut gefallen. Dann gehen wir mal weiter. Dann hat sie getroffen die Schriftstellerin Ildiko von Kürti. Also früher habe ich auch mal was von ihr gelesen und das ist das Interview mit ihr. Die Bücher von ihr habe ich sehr gemocht. Es war sehr, sehr unterhaltsam und auch mal ein bisschen was anderes. Und ich finde die Bilder auch richtig schön, die hier gemacht werden, muss ich sagen. Also ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, falls ihr auch schon mal was von ihr gelesen habt. Weil ich mag ihre Bücher eigentlich sehr, sehr gern. Dann hat man die Kategorie Besserwisser. Und da gibt es halt so diese unnützes Wissen, nennt man das, glaube ich. Zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die gegen Wasser allergisch sind. Oder Meerjungfrauen gibt es nicht. Wurde 2012 von der US-Küstenbehörde offiziell festgelegt. Also so unnützes Wissen. Aber das ist eigentlich immer ganz nett zu wissen. Und dann gibt es das Experiment. Und das Experiment hat diesmal sie hier gemacht. Die hat keine Kinder und sollte jetzt einen Kindergeburtstag managen. Und das fand ich richtig, richtig gut, wie sie hier an ihre Grenzen gegangen ist. Ich würde sowas auch gerne mal machen. So ein Experiment, etwas, was man normalerweise halt gar nicht tut, um einfach auch mal so seine Grenzen auszutesten. Das finde ich immer eigentlich ganz, ganz spannend. Und es war wirklich sehr unterhaltsam zu lesen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann gibt es die Sprechstunde. Könnte man vergleichen wie bei der Bravo mit Dr. Sommer zum Beispiel. Und da war die Frage, wie komme ich darüber hinweg? Also nach 8 Jahren ist er gegangen, von heute auf morgen, mein Herz ist gebrochen. Natürlich hatten wir Probleme, aber die schienen mir lösbar, ihm nicht. Und da gibt es halt jetzt 3 verschiedene Antworten. Die eine kommt von Fußballprofi Mats Hummels zum Beispiel, die andere kommt von Miss Piggy und die dritte kommt von Liebeskummer-Expertin Elena Katharina Sohn und die hat das Buch geschrieben, Goodbye Herzschmerz. Und wenn man halt so eine Frage hat, kann man da an Barbara schreiben. Und das finde ich richtig, richtig süß gemacht. Ist wirklich so ein bisschen angehaucht an Dr. Sommer. Das hat mir gut gefallen. Das finde ich auch mal, es wird zum Teil sinnvoll beantwortet, also dass man auch eine wirkliche Antwort darauf bekommt. Aber es ist da auch immer ein bisschen so ein Zwinkern mit dabei, ein bisschen lustig. Ich meine, Miss Piggy sagt dir, was du gegen Liebeskummer machen sollst. Aber das finde ich wirklich sympathisch. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was mich mega überrascht hat. Ich habe es vorher nicht gewusst. Ich habe es wirklich erst gesehen, als ich es durchgeblättert habe. Und zwar geht es darum, würden Sie hier Urlaub machen? Und dann sieht man dieses Bild hier. Und es kam mir schon so ein bisschen bekannt vor. Dann habe ich weitergeblättert. Sah man dann dieses Bild hier. So. Und dann habe ich gelesen, kein Bagger, nur See. Und ich dachte, ja gut, das gibt es sicherlich auch andererorts, nicht nur bei uns. Und dann habe ich das hier gesehen und ich wusste, dass das bei uns zu Hause ist. Und zwar ist das der Bärwalder See und dort waren wir letztens erst mit den Kindern. Richtig, richtig lustig. Also das fand ich echt cool. Also, ne? Schön. So, ne? Fand ich überraschend, aber fand ich schön. Und ja, bei uns gibt es sehr, sehr schöne Ecken, kann ich euch sagen.
Dann gibt es natürlich auch noch den Bereich Mode. Und das ist auch nicht so klassisch gemacht, sondern hier werden zum Beispiel Kleider typisch zum Thema des Heftes unter Wasser dargestellt. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und auch übrigens der Schmuck, der hier ist von Pandora, das fand ich sehr, sehr ansprechend, hat mir richtig gut gefallen. Das Kleid hier finde ich zum Beispiel sehr, 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 sehr schön. Und das Model hier quasi ist die Doppel-Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin über 50 und 100 Meter Freistil, Britta Steffen. Und das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Ja, dann gibt es halt, ne, so klassisch, wie man das auch aus anderen Zeitschriften kennt. Mittelpreisklassig bis höherpreisklassig würde ich es einstufen, war auch okay. Dann natürlich auch so, was die Stars tragen, wie man es nachtragen kann. Das kennt man ja so auch aus anderen Magazinen. Das fand ich jetzt okay. Dann gibt es den Bereich Beauty noch. Und da hat mir richtig, richtig gut gefallen, dass hier Plus-Size-Models gewählt wurden. Fand ich richtig sympathisch, fand ich richtig, richtig gut. Und diese Frauen sehen mega, mega toll aus. Wirklich. Ich zeige euch nochmal ein anderes Bild. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das fand ich richtig schön und das hat der Barbara einen zusätzlichen Pluspunkt eingehandelt, muss ich sagen. Dann geht es so ein bisschen um Sonnenschutz, so klassische Themen aus Frauenzeitschriften, Lippenstifte. Aber sowas will man auch lesen. Also so geht es mir, wenn ich mir so eine Zeitschrift hole, will ich sowas durchaus auch lesen. Aber ich will auch halt mal was anderes. Und das hat mir diese Zeitschrift auf jeden Fall auch geboten, muss ich sagen. Ach so, falls es jemand interessiert, die Barbara kostet 3,80 €. Finde ich auch absolut in Ordnung. Dann gibt es noch den Food-Bereich, was ja auch immer richtig gut ist. Aber das ist dann schon so ein bisschen ausgefallener, das Essen, was man hier macht. Nicht so alltäglich und nichts von dem würde ich ehrlich gesagt nachmachen. Da ist zum Beispiel Heilbutt, Mango, Zwiesch mit Chilischoten, Koriander und Limettensaft. Das ist mir alles ein bisschen zu exotisch. Die Hälfte der Zutaten, die man hier braucht, habe ich nicht im Haus. Dann gibt es noch Pulpo mit kanarischen Kartoffeln in Salzhaut mit Mojo Verde zum Dippen. Ist mal was anderes, ja, würde ich aber nicht nachmachen, weil es mir zu experimentell ist, ehrlich gesagt. Außerdem hat man noch die Kategorie Home. Also ich finde, es wird auch einiges abgegriffen. Nur ein Punkt kommt mir zu kurz, das zeige ich euch aber später noch. Und da hat man halt hier so ein paar Dekoartikel zum Beispiel, auch das kennt man so aus anderen Zeitschriften. Ich finde, hier wird ein schöner Stilmix auch getroffen. Hat mir alles sehr, 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 sehr gut gefallen. Zwar auch mal zum Teil was anderes. Das hier hat mich sehr angesprochen. Dieser Möbelstil und der nennt sich ja Memphis Style der 80er. Nee, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch sowas hier, so ein bisschen DIY-Hack-mäßig, könnte man sagen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Dann hat man auch noch den Bereich Reise, was ja auch immer sehr interessant ist. Und da werden so ein bisschen, ich sag mal, auch Reiseziele, die einem vielleicht so als erstes gar nicht so in den Sinn kommen, mit vorgestellt. Fand ich richtig schön, auch mit schönen Bildern. Ja, konnte man sich inspirieren lassen, konnte man ein bisschen träumen von dem Urlaub, den man nicht hatte, wie in unserem Fall. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann bekommt man noch eine Vorschau auf das nächste Magazin. Und das hier hat mir auch gut gefallen. Das ist die Kolumne Bitte recht freundlich. Tiefer gelegt. Hohe Absätze für untragbar zu erklären, scheint so etwas wie die BH-Verbrennung von heute zu sein. Unsere Autorin findet das ziemlich hüftsteif. Das hat mir Spaß gemacht zu lesen. Das war wirklich sehr interessant. Was mir leider bei der Barbara so ein bisschen zu kurz kam, war alles, was so in die Richtung geht. Liebe, Frauenthema, Sex. Also in anderen Zeitschriften ist es mir manchmal too much, wenn euch hier die 20 besten Sextipps gegeben werden oder weiß der Kuckuck nicht, die sind alle sowieso, kennt man schon und sind alle gleich. Aber dass nochmal so ein paar Themen halt angesprochen werden, dass zum Beispiel Geschichten auch mehr erzählt werden. Also es gibt eine Geschichte von einer Mutter, die ihren Sohn an Alkohol verloren hatte, zum Beispiel. Der war halt betrunken und hatte dabei einen Unfall. Das ist so das Einzige aus diesem Genre, so aus dem Bereich Leben, was Frauen so passiert. Da könnte ich mir noch viel, viel mehr vorstellen. Zum Beispiel könnte ich mir hier gut die Finde-Dich-Selbst-Reihe von Chic Mami zum Beispiel vorstellen. Also liebe Barbara-Redaktion, wenn ihr dieses Video seht,
Ich verlinke euch unten in der Infobox die Finde dich selbst Reihe von Chic Mami. Sowas finde ich ist zum Beispiel ein absolut perfektes Thema für diese Zeitschrift. Fände ich richtig, richtig gut, wenn das vielleicht mal aufgegriffen wird. Sowas finde ich halt noch wichtig. So ein bisschen was, was Frauen vielleicht auch aufbaut, dass sie mehr in sich hören sollen, was sie für Wünsche haben und ihre Wünsche dann manchmal vielleicht auch über ihre Familie so ein bisschen stellen sollten. Das ist überhaupt nicht egoistisch, das ist einfach gesunder Egoismus. Also sowas vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung. Kann jetzt sein, dass einfach nur in dem Heft nicht vorkam, aber sowas fände ich halt einfach noch schön. So ein paar Frauenthemen dann doch noch ansprechen. Also ich weiß, es ist kein normales Frauenmagazin, aber eben sowas aufbauende Geschichten, sowas finde ich immer schön. Keine abgedroschenen, aber wirklich was mit Sinn und Verstand und mit einem Ziel dahinter. Das fände ich noch richtig gut. Und vielleicht noch ein bisschen mehr so die Richtung Liebe ist jetzt sehr grob gefasst. Ich weiß. Aber doch das noch so ein bisschen mehr aufgreifen. Aber halt nicht so trashig, wie man das halt aus den ganzen anderen Magazinen kommt, sondern hier, wie gesagt, auch diese Individualität beibehalten, aber auch dieses am Mensch gebliebene, was mir halt an der Zeitschrift wirklich sehr gefällt. Also es hat mich sehr unterhalten. Ich fand sie richtig gut. Wenn ihr mal ein etwas anderes Frauenmagazin lesen wollt, schaut euch die Barbara echt mal an. Mir hat es gut gefallen. Ich denke, ich werde mir die, die im September erscheint, auch nochmal holen und auch nochmal lesen. Wenn ich euch denn wieder die für euch durchblättern soll und euch vorstellen soll, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!